Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu unseren Ermutigungen heute. Angst essen Seele auf. So heißt ein ganz bekannter Film von Rainer Werner Fassbinder aus den 70er Jahren. Eine schwierige Geschichte wird da erzählt, eine traurige Liebesgeschichte. Aber der Titel allein ist es schon, der mich fasziniert. Angst essen Seele auf. Das bedeutet, Angst macht krank. Angst bohrt sich in deine Seele. Sie hindert dich am Leben. Viele Leute in unserer Zeit haben furchtbare Angst jeden Tag. Viele haben Angst vor dem Klimawandel, viele haben Angst vor dem Krieg, vor wirtschaftlichem Niedergang und Not, vor Überfremdung, vor Kriminalität und Gewalt. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, es gäbe noch viel mehr. In den Losungen heute, da geht es auch um die Angst. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33 ist das. Ich höre aus diesem Wort von Jesus zwei Dinge. Das eine ist, du musst dich für deine Angst nicht schämen. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus. Das ist einfach so. Wenn du Angst hast, dann ist das kein Zeichen besonderer Schwäche oder sowas, sondern es ist ganz normal in der Welt, in der wir leben. In der Welt habt ihr Angst. Aber dann höre ich eben auch das andere. Wenn du Angst hast, dann kannst du getrost sein. Denn ich, Jesus, ich habe die Welt schon überwunden. Bei Jesus kannst du also deine Angst abgeben. Du kannst sie ihm anvertrauen und er kann dich davon frei machen. Genau das, ihr Lieben, genau das will ich heute tun. Ich will im Gebet meine Ängste aussprechen. Ich will sie offen und ehrlich und ungeschminkt vor Jesus ausbreiten und ihn bitten, mich davon frei zu machen. Und vielleicht tust du das ja auch. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet. Passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis morgen.